Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht nicht weiter mit der 100 Baby Challenge, denn ich habe gerade schon aufgenommen, relativ lange sogar, und dann ist mein Speicherplatz vollgelaufen und die Datei funktioniert nicht mehr. Gut, das bringt mir jetzt natürlich nicht so viel, deswegen wollte ich euch mal kurz zeigen, was hier so dann halt passiert ist im Leben. Melody hat ein paar Mechanismen hergestellt, weil wir einen Putzbot haben möchten. Die Kids haben halt hier ein paar Fähigkeiten gelernt, damit sie halt weiterkommen, haben Hausaufgaben gemacht und mehr ist auch nicht passiert. Ich werde das jetzt abspeichern, weil ich habe keine Lust, das nochmal zu spielen, weil, ja, es muss halt einfach nicht sein. Deswegen machen wir jetzt einfach mal fix noch eine Ugly-Tubeauty-Challenge oder so. Ich werde eine Ugly-Tubeauty-Challenge machen mit einem Counter von 7 Minuten. Und ich hoffe, dass das wird. Es war eine schwere Geburt, diese Scheiße einzurichten. Deswegen, ja, appreciated das einfach. Dankeschön. Ich hoffe, dass nächste Woche einfach ganz normal alles funktionieren wird. Weil sonst schreie ich einfach, okay? Ich schreie. Ernsthaft. Das hier ist die Simin, mit der wir uns beschäftigen werden. Das ist ein Unfall. Und ich hoffe, dass wir aus diesem Unfall irgendwas machen können. Weil sonst, Nö. Ich habe einfach Angst, okay. Wir fangen einfach an. Ich drücke da einfach drauf. So. Und jetzt geht's los. Lol. I'm scared. Ich hasse das so sehr, ne? Können wir darüber reden? Ich werde definitiv nicht machen, dass man nur einmal alles anklicken darf, weil sonst wird das hier gar nichts. Kann das Spiel mich einfach lassen? Wie wär's? So, die Augenbrauen sehen doch schon mal okay aus. Ich glaube, das ist normal. Dann ziehen wir noch so ein bisschen zu. Ich weiß gar nicht, wie man das angehen soll. Ich will die Größe ändern, hallo? Ich will die Größe ändern. So, ist glaube ich okay. Ich mach mal alles weg. Spiel? Hast du Bock? Keine Rückmeldung. Cool, ist auf jeden Fall nett, wenn man hier so eine Challenge macht und die auf Zeit geht. Danke für nichts auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das retten kann, wie man das retten kann. Also vorne geht's mittlerweile schon einigermaßen. Aber von der Seite ist es einfach der absolute Unfall meines Lebens. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll in meinem Leben, okay? Es verwirrt mich ein bisschen, dass das hier überhaupt so funktioniert. Aber ja. Ich bin verwirrt. Aber egal, wir lassen das. Wir sind schon fast vorbei mit unserer Zeit. Und wir müssen die auch noch einkleiden, etc. Was habe ich mir hier eigentlich ausgedacht? Warum mache ich sowas? Wieso klicke ich daneben? Oh mein fucking Gott, Alter. Ich raste gleich komplett aus. So, dann kann sie immer ein bisschen breitere Schultern. Und das muss breiter sein, definitiv. Und das kann noch mal ein bisschen so und so. So und so. Ja, das ist, passt so. Oh mein Gott, Alter. Augen, gib mir die. Fast 4 Minuten, okay. Daraus kann man auf jeden Fall irgendwas zaubern, oder? Warum, wenn sie schwarze Augen hat, dann soll sie auch schwarze Haare haben? Es soll irgendwas sein, was ihr hilft. Aber irgendwie hilft das alles nicht so richtig mit ihrem Aussehen. Oh mein Gott. Das macht irgendwie alles nur noch schlimmer. Das geht, glaube ich. Ich nehme jetzt einfach das. Es ist nicht perfekt, aber wir versuchen es einfach. Wie wär's mit einem Pulli? Oh mein Gott. Das kann man definitiv nicht tragen, so. Ja, das geht eigentlich. Es geht. Ist ein Look auf jeden Fall. Ich gebe meinen Sims immer die Vans. Ich habe keine Ahnung, aber anders geht's leider nicht. So, damit steht das Outfit. Ich weiß nicht, irgendwas stört mich an ihrer Nase. Ihre Nase stresst mich komplett, Alter. Ich weiß nicht, was mit der nicht stimmt. Ich weiß auch nicht, was mit ihrer Seite hier nicht stimmt. Ah,
Oh, ja. Man kann das nicht drehen. Yes, ja. So, okay. Yes. Okay, okay. Das geht, das geht, das geht. Warte, wir können ihr vielleicht noch eine andere Haare geben. Weil jetzt, finde ich, könnte ihr mehr stehen noch. Oh mein Gott. Worauf habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Warum mache ich das? Warum gebe ich ihr eigentlich die ganze Zeit Maxes Haare? Eigentlich, warum? Ich bin doch gar nicht so der Maxes-Mensch. Oh mein Gott. Ich will irgendwas Süßes haben, aber ich habe irgendwie nichts Süßes. Gerade hier. Gib mir was Süßes. Irgendwas, was hier steht. Oh mein Gott, ich weine gleich. Ernsthaft. So, und dann machen wir noch irgendwas an Make-up drauf. Komm, irgendwas. Warte, Lashes, Lashes. Lashes. Und die sitzen irgendwie ein bisschen weit oben. Die müssen auch ein bisschen weiter runter. Das sieht dann auch direkt ein bisschen süßer aus. Nein! Gib mir Lashes. Bitte, 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 bitte. Ohne Lashes geht ja gar nichts. Oh mein Gott, die sehen irgendwie ganz, ganz schrecklich aus bei ihr. Ich nehme nur so kleine, weil ich weiß nicht, wieso das so abhackt. Ich bin verwirrt. Kann ich ihr noch ein Skin geben? Vielleicht. Sieht der gut aus? Nee, ich bin gerade nicht so Fan von dem. Nein, 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 wir lassen es, wir lassen es erstens. Ich habe, glaube ich, nichts mehr, was ich jetzt noch schnell anklicken könnte, oder? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir bitte sowas nicht mehr machen? Oh Mann. Notfallsachen machen alles nur noch schlimmer. Also ich meine, an sich sieht es eigentlich sogar ganz cute aus, aber es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und das ist irgendwie... Meh. Ich bin nicht so zufrieden mit meinem Leben. Aber das ist okay, I guess. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es einfach wieder normal läuft, hoffentlich. Bis dahin und tschüss.